Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei The Sims. Ja, nein, scheiße. Mit Piccolina. Was wollte ich jetzt machen? Eigentlich wollte ich jetzt erstmal gucken, ob irgendwer in der Gilde und dann ist Luca. Okay, dann schreiben wir mal Guten Morgen. Passt. Dann habe ich hier das Addon Weapon irgendwie. Irgendwann werde ich es mir merken. Weapon Swing Timer. Das werde ich jetzt allerdings hier mal ausschalten. Denn ich glaube, es ist am sinnvollsten eigentlich bei Huntern und Melees. Also jetzt so vom Gefühl her, ich kenne das Addon noch zu wenig. Ich habe das ja in der letzten Folge nur geringfügig irgendwie ein bisschen begutachten können bei Azumi. Und ja, das war es dann auch schon. Gut, was wollte ich jetzt noch machen? Sumpfland. Achso, genau, wir sind ja eigentlich wieder hier zurück im Sumpfland, wo wir ursprünglich angefangen hatten, ein paar Quests zu machen. Und ich müsste jetzt hier nach hinten laufen. Aber zuerst werde ich mir noch was machen. Ein paar Getränke und so. Und was zum Essen. Ja, das reicht erstmal. Stack, stack, stack. Dann buffen wir uns immer neu. Dann haben wir eh schon kein Mana mehr. Ah, sehr gut. Alles durchgebufft und Mana ist weg. So, und hier zu dem versunkenen Schiff müssen wir hingehen. WTF, muss ich dir irgendwie... Was muss ich da eigentlich machen? Also so herum sehe ich jetzt erstmal nichts. Okay, dann werde ich jetzt erstmal hier meinen Mana wieder auffüllen. Suche nach Gruppe. Guten Morgen. Es hat noch nichts gesehen. Okay, macht nichts. Ist überhaupt nicht schlimm. Mir ist eigentlich eh momentan ein bisschen lieber, wenn nicht so viele Leute online sind, denn dann fällt sich so auf, dass ich nicht ganz so lange online bin generell, aber ist wurscht. So, den werden wir jetzt mal hier ein bisschen kaputt machen. Oh, okay, das ist ein Fernkämpfer. Ist der sonst denn eigentlich sogar gut? Widerstehen ist allerdings nicht so gut. Jo, Katze. Alles gut, gell? Kommen mir irgendwie ein bisschen riesig vor, diese Murlocs. Was ist denn das hier unten? Ach, das ist einfach nur eine Koralle. Okay. Was ist das? Nee, das kann ich auch nicht anklicken. Kann ich überhaupt was anklicken hier? Nee, momentan nicht. Okay. Kann ich hier irgendwas anklicken? Nö. Da! Durchnässte Truhe. Okay. Dann müssen wir mal zur durchnässten Truhe und gucken, was da passiert. Aber erstmal den Räuber da drüben noch kaputt machen, damit er uns nicht überraschend angreift. Für Katze. Ja, das kann nämlich nichts. Überraschend angreifen kann gar nichts. Joke. Und du genießt es wieder, dass ich dich neben hier ein bisschen kuschel, gell? Was haben wir hier sonst noch? Nicht viel. So. Ja, lichtgeschmiedetes Eisen. Genau, diese Truhe ist vollgesogen und seitlich aufgebrochen. Viele Klauenspuren verunstalten sowohl die Innen- wie auch die Außenseite der Truhe. Als hätten Murlocs sie durchsucht und ihren Schatz gestohlen. Doch ganz tief in der Truhe versteckt findet sich ein einzelner Lichtschmiedeblock. Dummerweise werden noch viele weitere benötigt, wenn man genug Metall zusammenbekommen möchte, um eine Waffe daraus zu fertigen. Ja, oft geht blöd, gell? Naja. Nachdem ihr den einzelnen Lichtschmiedeblock aus der vollgelaufenen Kiste genommen habt, ist euch klar, dass die Murlocs wohl den Rest gestohlen haben. Jagt die Murloc-Räuber in der Nähe des Wracks der Flying Osprey
um an das verloren gegangene lichtgeschmiedetes Eisen zu kommen. Toll. Ernsthaft? Wir droppen das wahrscheinlich in oder halt in Zeiten oder so. Hm, super. Na gut. Dann machen wir da halt mal. Genau, so ungefähr so habe ich mir das vorgestellt. Räuber. Der kommt mir hoffentlich eh nicht zu nah, aber da bin ich eh ein bisschen zu weit weg. Ah, da kommt eh schon näher, sehr schön. Ich wollte gerade sagen, irgendwie werden die Viecher nicht mal angefrostet, aber... In dem Fall hat es eh wenig Sinn. So, so, so. Warte mal, jetzt kann ich hier mal so ein... Die habe ich gar nicht heraus und so. Genau. Sowas nehmen. Mana Achat. Oh, warte. Falsch, falsch, falsch. Oh. So. Du bist so süß. Du bist so süß. So, da haben wir jetzt ein Schaf. Sonst könnte es gleich ein bisschen blöd werden. Bei meinem Glück. So, jetzt werden wir uns ein bisschen verbinden. Katze ist übrigens gegangen. Die hat keinen Bock mehr. Ach, die tun Netzen. Und ich froste. Allerdings hält das nicht so lang. Schon wieder vorbei. So. Wow. Der erste Brocken. Sehr schön. Von fünf. Nee, von... Ja, keine Ahnung. Kann ich irgendwie so einsammeln? Nee, gell? So ein Mist. Naja. Erstmal ringen. Dann werden wir schon noch weitere finden. Aber was ich hier alles in den Taschen habe, jetzt habe ich so richtig schön große Taschen. Okay, eigentlich auch nur 8 Platzbehälter. Ah ja, ich hätte ja eigentlich mal hier, das war ja eigentlich ursprünglich der Plan, dass ich hier skille und skille und skille und... Achso, ich glaube, ich müsste wieder mal zum Lehrer, gell? Luca ist jetzt offline. Okay. Dann halt nicht. Dann gibt's kein Hallo und kein Tschüss. Und ja, was erwarte ich mir? Schon wieder widerstehen. Ich muss näher ran. Ich glaube, ich weiß, warum mir eigentlich Fernkämpfer so viel lieber sind. Ich meine, gut, beim Jäger habe ich jetzt auch einen Addon dazu bekommen oder dazu genommen. Und das eigentlich meiner DPS pusht. Also meinen Damage per Second, pro Sekunde, Schaden pro Sekunde. Aber wenn ich jetzt mal so nachdenke, wie ich angefangen habe, ich habe hauptsächlich immer nur Ranges gespielt, weil ich glaube, ich habe einen Druiden mal angefangen, also probiert als Katze zu spielen, hat nicht hingehauen. Ich glaube, ich habe mal einen Schurken erstellt und habe probiert, es hat nicht hingehauen, weil ich... irgendwie, was soll ich sagen, ich glaube, ich habe zu hektisch gespielt.
Ich glaube, ich habe zu hektisch gespielt. Das kann nämlich gut möglich sein, ja. So, jetzt sollte ich wieder regen. Sag mal, so viele Murlocs, wie ich hier brauche, habe ich ja gar nicht, oder? Ah, okay, die wären da hinten auch noch. Okay, okay, okay. Na dann, ist wurscht. Dann ist wurscht. Dann töten wir die jetzt einfach einen nach dem anderen. Vielleicht habe ich ja Glück und es ist dann gleich Respawn und solche Sachen. Ich meine, zwei Mobs habe ich ja noch. Oh. Oh. Nächstes Zerstören, okay. Schwere Rüstung, okay. Wir zerstören das jetzt erstmal. Oh, okay. So funktioniert das. Das habe ich auch noch nie ausprobiert. Ja, wie heißt es immer so schön? Learning by doing, gell? So. Ah, da habe ich eben ein paar Murlocs. Wie das alles toppen soll. Okay. Ja, dann. Vor allem, jetzt brauche ich nur noch einen. Das ist cool. Nur noch eines. Da hinten ist auch so eine Murloc-Heimat. Baradinbucht, okay. Was ist denn, Katze? Tja, ich bin durchsichtig. Man kann durch mich durchgucken. Okay. Eigentlich möchte ich mich jetzt gern irgendwo hinsetzen. Ihr Katze, du weißt wieder nicht, wo du hin sollst, ne? Das ist Mist. Das ist ziemlich Mist. Kann ich noch nicht wirken, wegen 3 Sekunden. Alter. Jetzt, du warst gerade am Topf, gell? Hm. Ja. Alles gut, Schatzi. Alles gut. So, komme ich da jetzt endlich mal hoch? Na bitte. Jetzt muss ich nur da hoch, vorsichtshalber. Hier bin ich auf alle Fälle in Sicherheit, falls Respawn. Also Essen brauche ich nichts mehr. Ich sehe natürlich wieder nur die Hälfte, weil die Katze da sitzt. Meine Kuschelkatze. Hm. Jo. So, jetzt möchte ich schnellstmöglich darüber kommen. Ihr Katze? Was ist denn? Na bitte. Ich bin außer Reichweite. Dass die immer abhauen wollen, die dämlichen Murlocs.
Ja, Katze, alles gut, gell? Mhm, alles gut, so. Meine Katze hat ganz kalte Pfoten. Wieso das denn? Okay, der hat mal nichts. Der hat auch nichts. Außer dieses würzige Muschelfleisch. Oh, der hat was. Sehr schön. Dann nichts wie zurück. Aha, die verlorenen Blöcke. Jetzt muss ich eh wieder ins Sumpfland zurück. Okay, das passt eh. Das dachte ich schon, ich muss wieder in den Dämmerwald. Funktionierender Link in der Gildeninfo. Discord. Unsere Gildenbank heißt Last Man Bank. Aha. Und freut sich über Spenden, insbesondere Mats, Rezepte und Items. Aktuell werden dringend 14er Taschen und 100 G für den letzten Bankplatz benötigt. Aktuell verfügbare Items sind hier auch abrufbar. Aha. Wer was davon will, einfach lass mir die Ansprache. Ah, okay. Annehmen. Okay. Na dann. Also, free to loot ist es nicht. Aber, das kann man bei mehreren Leuten. Bei mehreren Leuten. Ich habe schon wieder Haare in der Fresse. Katzenhaare. Das kann man bei mehreren Leuten auch gar nicht machen. Weil die nämlich, also gibt es nämlich sonst sicher einen, der alles abholt. So, habt ihr das lichtgeschmiedetes Eisen gefunden, das ihr braucht? Ja. Ah, ihr habt es bekommen. Jetzt lasst uns dieses lichtgeschmiedetes Eisen in eine nützliche Form hämmern. Hm? Im Zwergendistrikt von Sturmwind gibt es einen zwergischen Waffenschmied, der lichtgeschmiedetes Eisen verarbeiten kann. Er heißt Grimand Elmor. Ich habe das von euch gefundene Eisen in eine Kiste gepackt. Bringt sie zu Grimand und erzählt ihm eure Geschichte. Ich bin mir sicher, er wird jemanden, der auf einem Kreuzzug wie dem euren ist, gefällig sein und euch eine Waffe schmieden. Eine Waffe, vor der sich sogar Morbend Fell fürchten will. Ah, okay. Seid auf der Hut. Na dann. Das werde ich jetzt aber ein bisschen später machen, denn ich möchte jetzt eigentlich als erstes meine grüne Quest abschließen. Der Fall von Dunmodre. Aha, die ist da oben. Okay, dann mache ich mich mal auf den Weg. Nicht lang fackeln, ja? Nicht lang fackeln. So ein bisschen beschleunigen können wir ja. Gleich über Farien. Da werde ich nämlich einen kurzen Abstecher hier rein machen. Hier rein und da rein. Einfach weil es auf dem Weg liegt. So mehr oder weniger. Und dann mal gucken, wie weit wir heute noch kommen. Eilig habe ich es ja eindeutig nicht, weil solange wie ich jetzt schon wieder spiele, offiziell, bin ich ja eigentlich nie wirklich weit gekommen.
Aber ja, für mich ist das Spiel ein Spiel und eigentlich ein schöner Zeitvertreib und ja. Soweit wie ich komme, komme ich eben. Weil der Zeitvertreib eigentlich recht teuer ist. Wobei, wenn ich jetzt so überlege, ein Zeitvertreib mit Fahrradfahren zum Beispiel ist auch recht teuer. Weil du musst dir ein Fahrrad kaufen, wenn du jetzt regelmäßig fährst, sollte es nicht unbedingt 0815 Fahrrad sein, sondern eins, was halt ein bisschen was aushält. Dann ist die Frage, kaufst du dir ein motorisiertes Fahrrad oder halt eben nicht. Wenn du dir nämlich eins kaufst, musst du noch mal ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, was auch logisch ist, weil halt viel mehr Technik drin ist. Und dann kommt halt noch dazu, okay, was brauchst du da? Brauchst du einen Korb? Brauchst du eine Tasche? Brauchst du einen Getränkehalter? Brauchst du, keine Ahnung, brauchst du oder willst du einen eine Handyhalterung oder, also und. Ja, da kommt dann natürlich auch einiges zusammen. Und ja, also billig ist so ein Hobby eigentlich auch nicht. Gleich wie Reiten. Gleich wie Tennis kann ich mir vorstellen, gleich wie Badminton oder auch Federball genannt. Also ich meine sicher, das ist vielleicht ein bisschen günstiger oder so, aber trotzdem. Da hast halt viel mehr laufende Kosten eigentlich beim Tennis und beim Federballspielen, weil die Bälle, die jeweiligen, die halten halt auch nicht ewig, sondern die musst du immer wieder mal nachkaufen. Dann, wenn der Schläger gut sein soll, musst du auch schon ein bisschen in die Tasche greifen. Warte mal, jetzt bin ich aber hier irgendwo vorbeigelaufen, wa? Das war, glaube ich, die eine Fahne, die ich da gesehen habe. Eine kleine Fahne. Ist sie denn? Da ist sie, genau. Dann muss ich nämlich, glaube ich, zuerst in die Höhle hoch. Oder zur Höhle hoch. Na, ich weiß noch, wie ich mich geärgert habe, dass hier so viele Leute waren. Die Mobs, die waren ständig tot, die ich irgendwie gebraucht habe, bis ich mich dann dazu entschlossen habe, dass ich erstmal was anderes machen werde, muss, möchte. Wobei, jetzt könnte ich eigentlich auch nochmal gucken, Sumpfland irgendwie. Aha, doch, es gibt doch Mobs. Sumpfland. Piccolina, Stufe 31, Gnome, Magier, Last Man Standing, Sumpfland, toll. Mehr haben wir hier nicht. So, du. Achso, du möchtest diesen Oma kaputt haben. Okay. Mal gucken, was du überhaupt möchtest. Geht euch durch den Kopf. Schön, euch zu sehen. Momentan nicht viel, aber ist ja wurscht. Enthüllung der Vergangenheit. Kurz vor der Invasion habe ich eine große Schrifttafel gefunden, die man den Guardstein nennt. Aha, der übersetzte Text reißt an vier Stellen ab. Der Text spricht von einem göttlichen Plan und einer schicksalhaften Prophezeiung. Ich fürchte, uns läuft die Zeit davon. Ich bin zu alt, um hinunterzugehen und diesen Bestien zu trotzen, aber ihr seid stark. Durchkämmt die Ausgrabungsstätte und sucht die vier fehlenden Tafelfragmente. Ados, Modre, Golm und Nero. Sucht sie in alten Artefakten oder dort, wo das Erdreich locker ist. Bringt sie mir, auf dass ich damit beginnen kann, ihre Geheimnisse zu enträtseln. Mögen eure Reise. Aha. Das heißt, man hat damals eigentlich auch schon so mehr oder weniger ein bisschen Archäologie. Bis es Blizzard dann wirklich eingeführt hat. Man hat Blizzard das eigentlich nochmal eingeführt.
Ich glaube mit Kataklysmen, glaube ich. Mit Kataklysmen hat er das, glaube ich. Es wurde das eingeführt. Ne, hier oben ist nichts, gell? Das ist wirklich nur da unten. Aha, okay. Warte mal, dann werden wir dich mal eben kaputt machen. Sehr schön, wenn ich dich einfrosten kann. Ja. Ja. So gefällt mir das. So, und dich werde ich auch noch kaputt machen. Habe ich hier sonst noch irgendwo was, was so... Ich meine, das ist so eine Kiste. Ich bin außer Reichweite. Eine lockere Erde, da ist lockere Erde. Okay, so schaut das also aus. Aha, Ados-Fragment. Eins habe ich schon. Ah, okay, das lässt sich aber irgendwie leicht finden, ha? Huh? Ah, okay, warte mal, den brauchen wir ja. Ich denke mir gerade, der hat irgendwie so einen komischen anderen Namen. Aber dann habe ich hier ein Fragment, Mod-Fragment, okay. So, den habe ich mal, den ich auf alle Fälle brauche. Genau, die Kralle. Dann muss ich mal eben schnell hier recken. Okay, schnell. Ich habe da noch ein Fragment. Und da noch eins. Oder? Warte mal, Motre. Motre, okay. Das ist beides das gleiche. Ach, ich bin schon wieder krank. Infizierte Wunde. Erlittener körperlicher Schaden um 6 Punkte erhöht. Toll. Sowas kann man immer brauchen. Nur widerstehen. Ja, das heißt, ich brauche wahrscheinlich irgendwo noch einen Erdhaufen oder sowas. Was sehen tue ich sonst nichts. Einen Erdhaufen. Das ist toll, wenn du eingefroren bist und gleich nachgefrostet wirst. Das ist super. Dass du schon wieder widerstehst, ist natürlich nicht super. So, ein rotes Fragment. Aha, okay, das rutscht nach. Sehr schön. Yeah. Das ist natürlich doof, irgendwie ein bisschen. Ah, Zauberstäbe muss ich hier ein bisschen weiter skillen. Scheinbar.
Fähigkeiten. Was sind wir denn hier? Stäbe, Zauberstäbe. Oh ja, das müssen wir ein bisschen. Oh. Oh, 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 oh. Ja! So nicht, mein Lieber, gell? Du wirst mich nicht umbringen. WTF. Aha, das ist wieder nur eine Blume. Okay, warte mal. Wir werden jetzt mal hier schnell recken. Mal eben schnell recken. Dann bist du mir sicherlich im Weg und du da oben auch, ja? Das ist, glaube ich, wie das Amen im Gebiet. Das ist zu weit entfernt. Dann werde ich jetzt nochmal recken. Also, irgendwie ist mein Mage eine ziemliche Mana-Schleuder. Ich verstehe noch nicht so ganz warum, aber. Egal. Ich bin außer Reichweite. Schon wieder widerstehen. Die dämlichen Viecher. So, jetzt können wir das mal eben schnell einsammeln. Ah, der Erdhaufen zeigt mir gar nichts mehr an. Na dann. Okay, das wechselt durch, wie das spawnt, weil hier war vorher eine Kiste. Aha. Okay. Hoppala. Sehr interessant. Sehr, 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 sehr interessant. So, jetzt haben wir nämlich auch endlich den komischen Zahn von dem Viech. Homers Rache, genau. Mal gucken, ob wir hier dann noch mehrere Quests bekommen, aber ich glaube, was nicht. Was geht euch durch den Kopf? Ist Salatan tot? Seid ihr dem Andenken der Gefallenen gerecht geworden? Ich denke. Oh. Oh. Oh, seltsam schmeckendes Oblett. Okay. 130. Shit. Danke, Piccolina. Eure Anstrengungen hier werden nicht in Vergessenheit geraten. Viele unschuldige Zwerge starben an dieser Stätte, während sie einfach nur ihrer Arbeit nachgingen. Die Rache, die ihr über diese bösen Kreaturen gebracht habt, sollte dafür sorgen, dass sie es sich zweimal überlegen, bevor sie je wieder König Magnus Untertanen angreifen. Seid auf der Hut. Seid auf der Hut, ja. Ich habe jetzt einen besseren Zauberstab. Wunderbar. Und ein neues Rezept, das ich noch nicht lernen kann. Hallo. Habt ihr die 4 Fragmente bereits gefunden? Piccolina, Ados, Motre, Golem und Nero? Ja. Ah, der Quarzstein ist vollständig. Ausgezeichnete Arbeit, Piccolina. Wirklich ausgezeichnete Arbeit. Jetzt kann ich mit der kniffligen Übersetzung dieser Titanenschrift weitermachen. Ich kann bereits neue Worte erkennen. Es heißt hier alte Götter, angekettet unter dem Land. Das ist der Anfang von etwas Epischem. Na dann. Die Schultern sind schlecht. Okay, die kann ich dann verkaufen oder so. Beziehungsweise eigentlich kann ich das verschrotten, ja? Achso, den habe ich hergezaubert. Dann kann ich den nur verkaufen. So. Seltsam schmeckendes Omelett, ja. Das heißt aber, jetzt habe ich hier keine Quests mehr, gell? Du nicht und du auch nicht. Okay. Ja, so wie ich gesagt habe, ich vermute nicht, dass ich hier noch was bekomme. Also geht's weiter in der Reise. Dann kann ich jetzt hier vorbeischauen. Das Leben.
Es lädt immer noch auf. Also so schrecklich das für mich jetzt klingt, finde ich. Aber man sollte wirklich schauen, dass die Quests gelb und orange sind beim Questen. Damit man schnell vorankommt, weil die halt wirklich am meisten Epic geben. Sie sollten nicht rot sein. Und wenn sie rot sind, solltest du halt warten, bis sie orange sind und so. Und auch wenn du sie abgeschlossen hast, erst abgeben, wenn sie orange sind. Weil du dann einfach am meisten EP bekommst. Heftig. Einfach nur heftig. Okay, das kann immer noch schief gehen, wenn zu viele auf einmal da sind. Aber die sollten weniger ein großes Problem darstellen. Hey, du gehst mal auf den Sack. Oh, warte. Wir haben ja hier ein neues Ding. Zauberstab. Der eigentlich relativ viel Schaden machen sollte. Ich muss näher ran. Oh, Wollstoff. Genau, ich muss dann unbedingt mal gucken, wie ich hier Schneiderei. Was ich da alles lernen kann. Ich weiß nur noch nicht, wo und wann und wie. So, wo habe ich jetzt hier? Ach so, das ist die Flagge, glaube ich, ja. So. Mana hervorrufen wieder. Ich habe nämlich nicht gewusst, wie knapp der nach vorne kommt von mir. Der Zauber ist noch nicht bereit. Okay. So. So, wo ist das jetzt? Immer noch da hinten irgendwo. Aber ich kann da nicht mal vorbeihuschen, ohne dass da wieder ein Mob ist. Das haben sie ja hinterhältig gemacht. Ja toll, und jetzt kommst du hier hoch auch noch. Du Arsch. So, jetzt habe ich hier dann so eine Flagge irgendwo, glaube ich, oder? Katapult. Hä? Nekroschachtzug.
Ich muss zu dem Katapult, okay. Okay. Alter. Der lässt mich einfach nicht schlagen, ne? Der lässt mich einfach nicht zuschlagen. Ich hoffe, ich pull jetzt nicht so viele Leute. Nee. Ja, scheiße, meine Hervorrufung hat immer noch CD. Dann kann ich jetzt was machen. Mana-Trank verwenden. Und sollte sich das nochmal irgendwie ausgehen. Er versucht zu flüchten. Aha, so ist das. So ist das, Flüchtfilla. So nicht, mein Lieber. Zuerst mitrennen wie ein Irrer und dann flüchten wollen. So nicht. Nee, so nicht. So, dann werden wir dich jetzt mal pullen. Und dann sollte das vielleicht sogar schon ausreichen, da die Mobs hier eh grün sind. Ich bin außer Reichweite. Mhm, Nekroschastuk, okay. Ich sehe das erste Katapult vor euch. Wollt ihr es entzünden? Ihr legt etwas von dem Zunder auf das Katapult und schlagt dann einen Funken darauf. Flammen schlagen hervor und breiten sich schnell aus. Jetzt, nachdem die Katapulte abgebrannt wurden, sucht und tötet Häuptling Nekrosch. Aha. Okay, das ist wieder so ein Elite-Typ. Oh Mann, mal gucken, ob ich den irgendwie schaffen kann. Ah! Ich jetzt... Vorkommen, okay. Jetzt muss ich mal gucken, wo der Typ hier ist. Ist der noch da weiter rein? Hier weiter rein? Okay, da weiter rein. Ich sollte wieder recken. So, dann werde ich den hier jetzt mal angreifen. So. Ich bin mal gespannt, ob ich den Elite irgendwie zusammenbekomme. Also... Nein, er hat mich vergiftet. Gift alle... Alter, was geht denn jetzt ab? Alle 3 Sekunden Naturschaden zugefügt. Okay, das finde ich aber nicht toll. Was bist du? Kampfmeister der Drecken. Ach, du bist ein Rare. Okay. Dann sollte ich mal eben hier was saufen. 1000 Leben.
Das ist gerade ziemlich kacke, dass du immer näher kommst. Wir probieren es einfach. Ja, sehr schön. Du bist da gleich mal eingefrostet. Nochmal eingefrostet, sehr schön. Ah, da ist er mit Leichtigkeit gegangen. Obwohl du ein Level 30er bist. Feuerzauberschaden, okay. Okay, das ist dann aber schon... Es könnte schon ein bisschen heftiger werden. Wenn ich jetzt sehen würde, wo der Typ ist, den ich brauche. Da ist der Häuptling. Den brauche ich. Alter Falter. Und die muss ich jetzt alle vorher kaputt machen. Ich bin außer Reichweite. Ich werde mein Bestes geben. So, dann werden wir den hier uns draufhauen. Weil die Schattenwächter die casten. Ja, genau. Dass wir nicht ganz so viel Schaden reinkriegen. Boah. Okay. Dann kann ich eben nur recken. Ich muss jetzt einfach mal abwarten, bis die paar Sekunden vorbei sind. Gell? Aber ich verstehe nicht, warum die Buffleiste nicht weiter nach unten rutscht. Das verstehe ich jetzt nicht. Wieder Regen. Es könnte kritisch werden. Ah, da ist ja auch noch einer. Fuck. Es könnte wirklich kritisch werden. Ich muss es einfach probieren. Aber das ist ja... Okay. Fuck, komm schon, den einen muss ich kaputt machen. Fuck, nein! Ich bin gestorben. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Okay, ich muss da lang. Okay, das ist jetzt echt heftig. Da ist es fast gescheiter, wenn ich irgendwie schaue, aber da muss ich ja weiter weg immer. Okay, ich muss den auf der Seite muss ich kaputt machen. Ach, ist er tot? Oh. Das wäre eine Folge ohne Sterben. Zu einfach. Okay, zwei Caster geht gar nicht. Die hauen nämlich schon derbe rein. Und das, obwohl ich eh schon Magiedämpfen drauf habe. Aber ich habe hier leider keinen Todstellen. Leider, leider, leider. Dann werde ich den nämlich zuerst kaputt machen. Ganz dringend. Dann irgendwie schauen, dass ich den hier kaputt mache.
kaputt machen, die sind doch ein bisschen weiter weg. Keine Ahnung. Den Mili, also den Dreier-Ding werde ich hier so oder so, glaube ich, immer pullen. Das ist ziemlich bescheiden. Das ist ziemlich bescheiden, ja, ja. I need fullest Mana. Ja, und gar so viel Leben habe ich halt auch nicht. Ich meine, ich habe fast viermal so viel Leben, Mana wie Leben. Das ist halt irgendwie ein bisschen doof, ne? Vielleicht muss ich auch noch mal warten, bis ich ein bisschen weiter bin oder so. Okay, unterbrechen kann ich die ja auch noch. Und das hatte ich jetzt gar nicht gedacht. Ah, fuck. Zum Glück kann ich mir das Getränk hier selber herstellen, gell? So, mal gucken. Ah, fuck. Ah, okay, sehr schön. Dann kann ich dich nämlich jetzt schießen. Fuck. Nein, ich kann dich nicht schießen. Warte mal, wo habe ich denn was hier? Alter. Okay, jetzt kann ich dich schieben. Alter! Alter, so war das aber nicht abgemacht. Jetzt bin ich tot. Okay. Jetzt hatte ich gerade noch mal Glück. Glück im Unglück. Und wenn du gefrostet bist, ist das auch noch mal super. Weil dann kann ich... Oh ja. Das ist geil. Da bist du jetzt bei mir angekommen, bist du tot. Ha, ha, ha. Yay. So, jetzt muss ich mir nochmal Getränke machen. Die Getränke brauche ich doch ein bisschen mehr als alles andere. Dann kann ich den da... Ah, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Mhm. Wir haben ja schon wieder Respawn teilweise. Das ist kacke. So, dich werde ich jetzt nämlich gleich mal unterbrechen. Genau, Hammelkotelett. Ah, okay, es macht gleich viel. Ja, sag ich ja, wir haben Respawn. Ziemlich kacke. Alter. Nein, komm her, komm her, komm her, komm her. Okay, das war Glück. Alter, der war gerade noch nicht da. Noch nicht tot, noch nicht bereit.
So. Dann Recken. Die Frage ist, kann ich den schieben? Gute Frage, nächste Frage, gell? Schon alles weg, das ist irgendwie kacke. So, jetzt probiere ich den Elite mal zu schieben, in der Hoffnung, dass es geht. Dann mache ich die kaputt. Und dann hoffe ich, dass ich noch genug Mana habe. Wobei, wir hätten dann Hervorrufung. Wah! Fuck! Okay, boah. Glück. Glück im Unglück. Okay. Das funktioniert. Feuerplan. Au! So, jetzt mache ich dich zuerst kaputt, du Affe. So. Lädt immer noch auf. Okay, ein Heiltrank. Nein, 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 warte, so war das nicht geplant. So und so. Alter. Wieso bist du jetzt schon wieder draußen? Ah, der macht Aua. Der macht Aua. Der macht feste Aua. Aber den Rare habe ich doch auch schon geschafft. Und der war auch nicht gerade low. Ich muss hier aufpassen. Kann ich noch nicht. Uiuiui. Du machst feste Aua. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das lädt immer noch. Hahaha, immun. Das ist schlecht. Komm schon. Lass mich in Frieden! Lass mich! Wo ist die? Oh. Ah, der folgt mir runter. Okay, also den schaffe ich eindeutig nicht. Okay, wurscht. Versuch was wert. Bist du deppert? Bist du deppert? Das hätte ich nämlich fast die Feder auch nicht gefunden. Vor allem, ich habe gehofft, scheiße, hoffentlich habe ich Materialien für die Feder. Sonst wäre ich jetzt nämlich ganz normal beim Runterspringen gestorben. Naja, ich mache mir jetzt einfach auf den Weg hier nach oben, werde die Quest abgeben. Dann laufe ich nämlich auch nicht Gefahr, dass ich hier wieder ein Level Up habe, dann 32 bin und dann 5, 6, 7 Level drüber bin. Dann wäre, glaube ich, die Quest sogar grau. Wir geben sie lieber ab. Den Elite, den lassen wir mal Elite sein, gell? Und in der nächsten Folge werden wir dann einfach mal die verfluchte Crew angehen. Oh, hier kann ich noch verkaufen. Aber den kann ich kaputt machen. Oh, ich habe ein Geschäft für euch. Oh, toll. Ach ja, genau, ich habe ja Crap, Scrap. Wie auch immer. Ich glaube, Scrap heißt es. Das glaube ich auch mal. Es ist schön, dass ich helfen konnte. Ja, danke, dass du mir Kohle gegeben hast. Finde ich auch immer toll. Oh, du hast deinen Müll für 31 Silber verkauft. Oh, cool. Was war hier? Keine Ahnung, wa? Scheinbar Müll.
So, wir kochen. Kochen. Brauche ich ja noch ein paar Langzahnmatschnapper. Ruhe. Dass ich wenigstens den einen Punkt noch bekomme. Und dann müsste ich bis 30 kommen oder so, gell? Raptor-Ei. So, ist irgendwer in der Gilde online? Nein, kam keiner. Es kam auch keine Meldung oder so. Kann ich noch nicht kein Geräusch so. Bim. So, Elite. War das nicht alles Dungeon-Quests oder so? Keine Ahnung. Oh, okay, da rein. Wie geht's? So, der Fall von Dan Motre. Wenn man vom Teufel spricht. Alter! Welcher mutige Magier bringt Kunde aus Menethil? Ah, Piccolina werdet ihr genannt. Ihr bringt Hoffnung in eine hoffnungslose Situation. Gut zu wissen, dass der junge Harlow überlebt hat. Auf der Flucht wurde ihm eine ernste Wunde zugefügt. Wir hatten kaum die Zeit, ihn auf dem Rücken des letzten überlebenden Reittiers unseres Regiments fortzuschicken. Aber wir sind hier in einer gefährlichen Lage. Dan Motre ist gefallen und wir sind nur ein Schatten des großen Regiments, das wir einmal waren. Eine grausige Aufgabe. Viele meiner Soldaten fielen in der Schlacht von Dan Motre. Mein eigener Bruder kam um, als die Westbrücke über dem Tandol-Übergang zerstört wurde. Jawohl, die dunkle Eisenzwerge sind eine teuflische Brut. Soweit Rogo das in Erfahrung bringen konnte, ist der Anführer dieses Verbrecherpacks im Sumpfland ein Hexenmeister namens Balgaras, der Niederträchtige. Er ist allerdings ein ziemlicher Feigling. Er kommandiert seine Soldaten herum, bleibt aber selbst im Hintergrund, jegliche Gefahr meidend. Wenn ihr diesen rückgratlosen Abschaum finden könnt, erschlagt ihn und bringt mir sein Ohr. Ich werde euch dafür entlohnen, Magier. Okay, das ist jetzt aber wahrscheinlich wieder eine Elite-Quest, ja. Toll. Jetzt war ich eigentlich glücklich, dass ich hier endlich mal wieder reinkommen kann. Also noch ins Sumpfland kommen kann und jetzt brauche ich erst wieder ein anderes Gebiet, damit ich das irgendwie machen kann, weil die Elite schaffe ich nicht, noch nicht. Also zumindest ich alleine. Der Tandol-Übergang. Eine enorme Explosion donnerte durch die Hügel hinweg. Es war furchtbar, sage ich euch. Gute Soldaten starben bei der Verteidigung des Tandol-Übergangs. Longbright sagt, wir werden uns noch an den Dunkeleisenzwergen rächen, aber wir befinden uns in einer Welt voller Schmerz und Verstärkung ist noch lange nicht in Sicht. Longbright hat Ol Rustlocker als Speer zur östlichen Brücke geschickt, um rauszufinden, ob wir sie sichern können. Das ist aber schon Tage her und jetzt, wo Dan Motre belagert wird, haben wir nicht genug Leute, um nach ihm zu suchen. Vielleicht könntet ihr ihn finden. Fort mit euch. Ja, vielleicht. Mal gucken. Wie geht's? Der Dunkeleisenkrieg. Der Krieg tobt daheim ebenso wie in der Fremde. Während mächtige Zwergenkrieger im Namen der Allianz in weit abgelegene Gegenden ihr Leben lassen, fallen unsere eigenen Gebiete den bösen Taten der Dunkeleisenzwerge zum Opfer. Sie haben den Tandol-Übergang verwüstet, dann Motre fiel kurz darauf. Ihr müsst Kräfte sammeln und die Front zurückdrängen. Wenn ihr 15 Dunkeleisenzwerge, 5 Tunnelgräber der Dunkeleisenzwerge und 5 Saboteure der Dunkeleisenzwerge und 5 Demolierer der Dunkeleisenzwerge töten könnt, dann kommen die Reserven vielleicht rechtzeitig, um den Vormarsch zu beenden. Und jetzt beeilt euch! Bleibt auf dem Boden! Okay. Aha, okay. Ja, gut. Wie gesagt, ich werde hier jetzt erstmal dann Schluss machen. Die Quests werde ich dann erstmal nicht mehr machen können. Das nächste Mal, wenn wir hier halt noch die verfluchte Crew machen, dann können wir noch in den Dämmerwald zurück schippern und mal gucken, wie es dann so weitergeht. Ja, ich mache jetzt dann aber erstmal einen Cut. Ah, wir haben da eh noch einen Ruhestein, sehr schön. Brauchen wir nicht schippern. Ja, ich mache jetzt einen Cut. Wir sehen uns dann in einer neuen Folge wieder. Und ja, bis dahin erstmal. Ciao, ciao.